Emotionen. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Lexikon der Gefühle, Emotionen und der psychologischen Eigenschaften. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Heute geht es um Emotionen. Emotionen, das ist ein grundlegender, wichtiger Ausdruck. Emotionen ist das, was auch als Gefühl bezeichnet wird. Manchmal wird unterschieden zwischen Gefühl und Emotion. Da sagt man, dass Emotionen sind etwas stärker als Gefühl. Und Emotion ist das, was stärker bewegt. Und Gefühle können etwas tieferes sein. Häufig werden aber Emotionen und Gefühle ähnlich benutzt. Und gerade in der modernen Psychologie spricht man eher von Emotionen als von Gefühlen, weil Emotionen klarer fassbar sind. Emotion kommt vom Lateinischen emovere und das heißt aus sich heraus bewegen. Emotion ist das, was einen bewegt. Emotion ist etwas, was Kraft ist und was einem etwas zu tun hilft. Das ist Emotion. Emotion ist auch etwas, was einen berührt. Es gibt die verschiedensten Emotionen, es gibt die verschiedensten Klassifikationen von Emotionen. Ich bin ja ein Yoga-Lehrer, Meditationslehrer, spiritueller Lehrer in der Yoga-Vedanta-Richtung, der Tradition von Yoga-Vidya. Wir sagen, du bist nicht die Gefühle, du bist nicht die Emotionen, du bist nicht die Gedanken. Aber du hast einen Körper, du hast geistige Eigenschaften, du hast Gefühle, du hast Emotionen. Emotionen sind Informationen mit Energie. Emotionen sind Informationen mit Energie, die dir Kraft geben, darauf zu handeln. Zum Beispiel angenommen, du hast Angst. Wenn du Angst hast, Angst ist eine der grundlegenden Emotionen, dann ist dort eine Information dahinter. Die Information ist, da ist etwas Wichtiges, da ist etwas, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich mich darauf vorbereiten muss oder auch, da könnte etwas sein, was mich in Gefahr bringt. Also eine Information. Eine Information, auch wo eine Handlungsempfehlung dabei ist. Die Handlungsempfehlung ist, pass auf oder fliehe oder geh es an, bereite dich vor, entscheide dich. Wenn du erkennst, dass Emotionen letztlich Informationen mit Energie sind, zusammen auch mit Handlungsempfehlungen, dann kannst du damit gut umgehen. Du musst nicht gegen deine Emotionen kämpfen, du musst auch nicht deinen Emotionen blind folgen. Du musst auch nicht deine Emotionen unterdrücken. Danke ihnen. Wenn du zum Beispiel eine Form der Angst hast, zum Beispiel Lampenfieber, bevor du eine Präsentation gibst oder vor einem Bewerbungsgespräch oder bevor du einen Vortrag gibst, dann werde dir bewusst, da ist Lampenfieber. Lampenfieber zeigt mir, da ist etwas Wichtiges. Es ist gut, dass ich dafür Energie habe und ich sollte mich vorbereiten. Oder du sagst, ich bin genügend vorbereitet. Danke, liebes Unterbewusstsein, dass du mir Lampenfieber gibst, aber ich habe mich genügend vorbereitet. Und jetzt, liebes Unterbewusstsein, bitte etwas mehr Gelassenheit und Ruhe. Man sagt, es gibt drei Hauptemotionen, von denen alle anderen abstammen. Manche sagen auch, es gibt 5, 7 oder 9 oder wie auch immer. Die drei wichtigsten Emotionen sind sicherlich Angst, Ärger und Niedergeschlagenheit. Das sind so die drei Dinge. Und als positive würde man vielleicht sagen, noch Liebe und Freude. Wenn wir diese 5 nehmen, dann haben wir eigentlich die wichtigsten Emotionen und alle anderen bauen irgendwie darauf auf. Also zunächst einmal, Freude ist eine wichtige Eigenschaft. Freude auch eine Emotion. Freude, es gibt auch eine Information. Da ist was Schönes, das ist wert, sich einzusetzen. Da kannst du dankbar sein. Liebe ist eine Information in Verbindung mit einer Eigenschaft. Im Yoga würden wir sogar sagen, Liebe und Freude, das ist unsere wahre Natur, das ist unsere Seele. Wenn Liebe und Freude aufleuchten, dort leuchtet unsere wahre Natur auf. Dann sind wir mit einem anderen Menschen verbunden. Dann leuchtet das Göttliche auf. Aber Liebe heißt auch, ja, wir sind verbunden. Ärger kann heißen, da stimmt etwas nicht. Oder Ärger kann heißen, da hat jemand seine Grenzen überschritten. Da ist was Ungerechtes passiert. Oder mein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Seine Information ist auch eine. Dazu eine Energie und vielleicht sogar eine Handlungsempfehlung dabei. Du kannst entscheiden, wie gehst du damit um.
Du musst dem Ärger nicht folgen, du musst ihn nicht bekämpfen. Du kannst sagen, okay, danke, lieber Gerechtigkeitssinn, danke, lieber was auch immer, dass du mir diese Information gibst mit dieser Energie. Und ich werde mich jetzt so und so verhalten. Und aus der Tiefe meines Wesens kommt wieder Ruhe und Gelassenheit. Auf der einen Seite gibt es gute Gründe, dass ich mich ärgere und dass ich wütend bin. Und ich habe allen Grund dafür. Aber in der Tiefe meines Wesens weiß ich, da kommt Verständnis und Liebe. Und auch wenn ich auf der Oberfläche meines Geistes überhaupt nicht verstehe, warum ich etwas verstehen sollte, weiß ich doch, in der Tiefe meines Wesens ist Verbundenheit. Da kommt die Freude, da kommt Vergebung, da kommt Ruhe. Die fünfte der Emotionen ist letztlich Niedergeschlagenheit, heute oft bezeichnet als Depression. Wobei Depression gibt ja die depressiven Verstimmungen, was ich eher als Niedergeschlagenheit bezeichnen würde, oder es gibt auch noch Trauer, es gibt einfach ein bisschen Erschöpfung. Und natürlich gibt es die echte psychotische Depression, die etwas anderes ist. Aber jetzt Depression als Emotion oder auch Niedergeschlagenheit zeigt, da entweder man hat sich sehr stark engagiert oder irgendetwas ist schief gegangen oder es gab einen Verlust. Dass die Information da ist, ja, da ist etwas schief gegangen, da ist ein Verlust oder ich habe mich sehr angestrengt und jetzt braucht es etwas Ruhe. Es wäre gut, wenn ich etwas Ruhe hätte, um diese Sachen verarbeiten zu können. Und es ist gut, dass ich diese Fähigkeit habe. Und in der Tiefe meines Wesens weiß ich, dort ist weiter Liebe und Freude. Und auch wenn ich jetzt Liebe und Freude nicht spüre, weil ich niedergeschlagen bin und allen Grund dafür habe, in der Tiefe meines Wesens ist weiter Liebe und Freude. Und schon bald wird diese Liebe und Freude mit neuer Energie sich ihren Raum nehmen und ich werde mit neuer Liebe, neuer Kraft, neuer Energie mich engagieren und alles tun, was zu tun ist. Ja, das sind nur einige Beispiele, wie ich empfehle, wie man mit Emotionen umgehen kann. Emotionen wertschätzen, ihren Sinn erkennen, sich nicht identifizieren, ihre Kraft nutzen und merken, mittelfristig sind die weniger schönen Emotionen wieder verschwunden und die tiefste Emotion, die wahre Natur ist, Liebe und Freude, werden sich wieder ausbreiten und an die Oberfläche des Bewusstseins kommen und uns wieder zum Lächeln bringen. Ja, das waren nur ein paar Gedanken dazu. Wir haben ja auch auf den Yoga-Vidya-Seiten haben wir einiges zum Thema Yoga-Psychologie. Wir haben auch die psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung und viele Seminare zum Umgang mit Emotionen. Es gibt Seminare Umgang mit Angst, Umgang mit Depression, Umgang mit Ärger und viele andere Seminare. Du findest all das auf www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld und in dieses Suchfeld kannst du eingeben, was du suchst und findest dort Seminare, Videos, Audios und Internet-Tipps.